Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kreativvideo von mir. Heute möchte ich mit euch eine Karte basteln. Mit einer Grundkarte in Flüsterweiß mit den Maßen 22,2 x 15,6 cm, gefalzt bei 11,1 cm. Einen Farbkartonaufleger in der Farbe Ziegelrot, einer neuen In-Color-Farbe aus dem neuen Katalog. Und einem flüsterweißen Aufleger mit den Maßen 15,9 mal 10,3. Der Farbkartonaufleger, den ihr übrigens in der Farbe eurer Wahl nehmen könnt, hat die Maße 15,3 mal 10,7 cm. Anfangen tun wir und bestempeln einmal unseren flüsterweißen Aufleger. Und da habe ich mir auch die Farbe Ziegelrot ausgesucht. Wie gesagt, ist eine neue In-Color-Farbe aus dem neuen Jahreskatalog. Und dazu benutzen wir dieses neue Stempelset, ebenfalls aus dem neuen Jahreskatalog. Beautiful Friendship. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da habe ich mir den und den Stempel ausgesucht. Ich werde für die Abdrücke den zweiten Abdruck verwenden, weil der erste Abdruck ist mir einfach zu stark. Also geht an euer Stempelkissen, stempelt einmal ab und dann geht ihr unten auf euer Papier und macht da den zweiten Abdruck drauf. So hat es eine schön dezente Farbe. Ne? Das wäre mir jetzt für das Projekt, was wir machen wollen, ein bisschen zu extrem. Und da die Karte ein bisschen vintage-mäßig angehaucht sein soll, finde ich den zweiten Abdruck schöner. Wirklich schöner. Habe ich schon erwähnt, dass ich wieder mit gepressten Blumen arbeiten werde oder Gräsern. Das macht mir so einen Spaß und ich habe so viele Ideen im Kopf. Deswegen, ich möchte es euch einfach zeigen. Es macht wirklich Spaß und wie in vielen anderen Videos schon vorneweg gesagt, nutzt jetzt die Zeit, wo so schön viele Sachen blühen. Geht raus, sammelt was, presst es. Das dauert eine Woche, dann sind die gepresst, die Sachen. Und dann könnt ihr so wunderschöne Sachen gestalten. Schaut mal, ist das nicht wunderschön? Dann machen wir den Stempel sauber. Dann nehmt ihr euch das kleine Röschen. Ich sag mal Rose, für mich das ein Röschen. Und auch da nehmt ihr den zweiten Abdruck und den stempelt ihr euch einfach noch so ein bisschen dazwischen. Ist das nicht goldig? So reicht das schon. Okay, auch den machen wir uns gleich wieder sauber. Das können wir eigentlich nur verwenden beim nächsten Schritt. Na? Gut. Dann möchte ich gerne zeigen, wie man mit Strukturpaste arbeitet. Und zwar habe ich mir da diese die ausgesucht. In den letzten Videos habe ich mit der ganz normalen Strukturpaste gearbeitet. Das war diese hier. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man mit der anderen Strukturpaste, mit dem Seidenglanz arbeitet. Die ist richtig toll und meine Idee muss ich euch einfach zeigen. Und zwar, ich möchte diese Paste mit Farbe mischen.
Da wir leider, leider, leider noch keine Nachfüller haben der neuen In-Color-Farben, muss ich mich jetzt ja mit einer anderen Farbe vergnügen. Und zwar nehme ich da jetzt mal Calypso. Die sieht so ähnlich aus. Und ich hoffe, dass das funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, und dass die Farben nicht ganz so beißen. Dann nehmt ihr euch, guckt mal, ihr könnt schon hier sehen, die glitzert so leicht. So ähnlich wie dieses Diamantgleisen, wenn ihr das kennt. Dann nehmt ihr euch eine ganze, ja, ganze Menge. Und darauf macht ihr euch zwei Tropfen von dem Calypso. Das Ganze vermischt ihr. Und dann seht ihr, dann färbt sich diese ganze Masse ein. Und wenn ihr es schön vermengt habt, nehmt ihr das und streicht das. Ihr braucht keine Angst haben. Streicht das über euer eben bestempeltes Bild. Je mehr Farbe ihr übrig lasst auf dem Bild, oh, ihr seht den Effekt schon, toll, oder? Wie das glitzert. Und es wirkt auf jeder Karte anders mit dem Glimmer, ne? Weil das irisierend ist. Und je nach Farbe habe ich das Gefühl, entwickelt sich dann der Glitzer, ne? Und schimmert dann in den Farben, wie man es gerne, ja, hätte. Ich drehe das Ganze mal um. Streicht das schön satt da drauf. Ja, und so würde ich es auch schon lassen. Guckt euch das mal an. Ist das nicht grandios? Ich finde das einfach klasse. Das legen wir an die Seite. Das nehme ich gleich noch für eine andere Karte. Und den Spatel, den mache ich mir sauber. Das mache ich mit einem Feuchttuch, da geht es am besten. Dann habt ihr auch gleich alles wieder ab und euren Spatel oder eure Spachtel dann gleich wieder fürs nächste Mal sauber. Das muss jetzt trocknen und das machen wir mit einem Heißluftföhn. Ey, ist das der Wahnsinn! Guckt euch das mal an! Hammer! Ich bin begeistert. Ich zeige euch nachher noch eine andere Variante in einer anderen Farbe, auch sehr, sehr schön. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Karte. Vorfreude ist die schönste Freude, ne? Also man kann das auch liegen lassen und einfach trocknen lassen. Das dauert dann eine kleine Weile, ne? Je nachdem, wie dick ihr das aufgetragen habt. Aber wir wollen ja jetzt hier schnell weiterarbeiten, deswegen nehme ich den Heißluftföhn. Und da geht es einfach ein bisschen schneller. Ruhig auch mal umdrehen, von hinten föhnen. Trocken. Und das Allerbeste ist, wenn ihr da jetzt drüber fasst, es geht kein Glitzer ab. Das finde ich so toll. Ich hasse es nämlich. Was heißt hassen? Hassen tue ich eigentlich gar nichts. Aber ich mag es absolut nicht, wenn man über irgendeine Karte streicht und man hat die ganzen Hände voll Glitter. Oder es rieselt dann so runter. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Aber das ist hier nicht der Fall und das macht mich doppelt glücklich. So. Als nächstes möchte ich hier was drauf stempeln und dann möchte ich euch zeigen, dass es auch funktioniert, trotz dieser Strukturpasta. Da habe ich mich entschieden für den Farbton in grün-braun und einen ganz tollen Stempel. Und zwar
aus diesem tollen Set, auch aus dem neuen Jahreskatalog, lege ich euch sehr ans Herz. Und zwar ist das dieser hier, dieser schöne Schriftzug. Und den mache ich mir jetzt einfach mal hier hinten drauf. Genau. Dann geht ihr einmal in die Farbe, in das Grünbraun. Guckt, ob überall was dran ist. Und das Ganze stempelt ihr euch jetzt auf die Karte. Jetzt überlege ich nur gerade, wohin. Ich mach das hier hin. Also einfach drauf losstempeln. Schön andrücken. Und schon habt ihr da einen ganz tollen Effekt auf der Karte. Einen ganz schönen Schriftzug. Den machen wir uns natürlich gleich wieder sauber. So. Und jetzt geht es auch schon weiter mit den gepressten Blümchen. Und da müssen wir jetzt eben gucken, was nehmen wir. Ich habe mal ein paar mehrere mitgebracht. Einmal dieses Gräserchen, keine Ahnung, was das ist, dann dieses. Das kennt ihr bestimmt noch aus der Schulzeit. Da haben wir immer gemacht, das ist ein Baum, dann haben wir hier hochgezogen, das ist ein Busch. Da hatten wir die ganzen, Blüten als einen kleinen Busch in der Hand. Und das, da hat man dann gesagt, das ist ein Baum, das ist ein Busch und das kriegst du in die Gusch. Kennt ihr das noch? Ja, das haben wir immer gerne gespielt. Ja, das habe ich. Dann haben wir Lavendel. Dann diese hier. Dann was Weißes, Weißgehaltenes. Meine Kamera stellt sich immer nicht scharf und dann habe ich sowas hier. Mal gucken, was da so am besten passt. Das testen wir jetzt einfach mal aus. Ich glaube, das ist, weil der Hintergrund doch schon sehr goldig schimmert. Nicht so ganz, obwohl hat was. Das testen wir jetzt einfach mal aus. Also es ist nicht jetzt, wo ich sagen würde, das ist blöd. Also es geht. Dann das. Sieht auch schön aus. Das hat doch ein bisschen mehr Struktur. Das ist, glaube ich, zu einfach. Nee, das nicht. Das ist auch sehr hübsch. Also das gefällt mir schon mal ganz gut. Auch passend zu der Schrift. Ne, weil doch das sehr, sehr filigran ist. Sehr zart. Dann gucken wir mal mit Lavendel. Auch schön. Da könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch zwei drauf macht. Auch schön aus. Oh Gott, jetzt kann ich mich wieder nicht entscheiden. Und einmal das Weiße. Auch nickig aus. Nee, aber ich glaube, man kann ja auch mehreres drauflegen. Ja, so mache ich das. So sieht das schön aus. Bloß nicht verrücken. Die nehmen wir. Zum Ankleben nehmen wir den Tombo, den Flüssigkleber. Den dann einfach hinten, das kennt ihr aus den anderen Videos schon, falls ihr sie gesehen habt. Wenn nicht, guckt doch einfach mal bei meinen anderen Videos. Vielleicht findet ihr da auch ein paar Inspirationen zum Nachbasteln. Und einmal aufkleben. Ein bisschen andrücken. Ja. Mir leid, muss man ein bisschen probieren. Das gefällt mir alles immer so gut.
dem Ganzen immer ein bisschen Zeit geben. Und das noch. Wie ist es denn? Habt ihr schon mittlerweile mal ein paar Gräser gesammelt, gepresst und euch ausprobiert in solchen Karten? Würde mich mal interessieren. Wenn ja, schreibt mir doch mal unten in die Kommentarleiste. Würde ich mich sehr freuen über ein Feedback. Das nicht schön? Nicht wundern hier, dass es hier noch so weiß ist. Das wird alles noch durchsichtig. Das sieht man dann nicht mehr. So. Dann machen wir den mal wieder zu. Das lassen wir jetzt auch noch ein bisschen trocknen, bevor wir da weitermachen. Jetzt zeige ich euch schon einmal die Karte, die ich vorbereitet habe. Und zwar. Nicht wundern, da ist kein Spruch drauf. Den möchte ich erst später drauf machen, weil ich jetzt noch nicht weiß, für welchen Anlass ich den nehmen möchte. Aber das ist diese hier. Und da wollte ich euch zeigen, diesen Effekt. Hier habe ich übrigens mit Lindgrün gearbeitet, habe dafür den ersten Abdruck genommen, nicht den zweiten, den ersten, weil der schon ziemlich dezent ist von der Farbe her. Da habe ich auch den grünbraunen Spruch drauf gemacht. Und da halt diese gelbe Blüte. Und ihr seht, was ich meine. Das passt sich extrem der Farbe an, die wir da untergemischt haben. Seht ihr das, wie das schimmert? Es schimmert wirklich in diesem Lindgrünton, ne? Wo im Gegensatz dazu das hier mehr goldig schimmert. Ne? In diesem Kalypso-Farbton, kann man echt sagen. Es passt sich wirklich an. Und das finde ich so grandios. Und ich werde noch mehrere Karten versuchen. In anderen Farbtönen. Ich bin echt ja, ganz aufgeregt. Wisst ihr was? Wir probieren Rokoko Rosa jetzt mal aus. Ach nein, geht ja gar nicht. Ich habe ja die Farbe nicht da. Also die Farbe, den Stempel habe ich. Den habe ich da. Aber ich habe ja den Auffüller noch nicht, weil die gibt es noch nicht. Die stecken alle im Zoll fest und das ärgert mich so. Man kann überhaupt nichts zeigen, was man gerne möchte. Ich nehme Zartrosa. Wir versuchen es jetzt einfach mit Zartrosa. Und da muss ich jetzt mal schnell gucken. Schneide mal ganz schnell in Zartrosa ein, ein Hintergrund aus, noch eine Karte. Und noch ein Aufleger. Und das machen wir jetzt einfach. So viel Zeit muss sein. Zartrosa. Ich bin mal kurz verschwunden. Ich muss jetzt Zartrosa suchen. Ich hoffe, ich habe es. Hab's da. Gott sei Dank. Da brauchen wir jetzt einmal den Aufleger in 15,3 mal 10,7. Den hätten wir schon mal. Dann brauchen wir die Grundkarte. Wisst ihr was? Ich zeige euch das auch richtig. Wenn schon, denn schon, gell? Dann brauchen wir ein Flüsterweiß in extra stark. Die nehme ich immer gerne für die Grundkarten. 22,2 mal 15,6 cm. Und Falzen bitte bei 11,1 cm. Ich nehme mal die andere Seite. 11,1. Drehe ich noch mal um. Ich habe festgestellt, dann reißt mir das Papier nicht so ein.
Und wir brauchen noch einen Aufleger in 14,9. Das ist, glaube ich, schon. Ja, 14,9 mal 10,3 cm. Hoppala. 10,3. Jawohl. Passt. Dann stempeln wir schnell. Ich habe ja Gott sei Dank noch alles aufgezogen. Hole ich mir jetzt das Zartrosa. Dann nehme ich dann auch den ersten Abdruck. Na, der ist zart genug. Das sieht schön aus. Ich muss das jetzt einfach probieren. Na, damit ihr mal seht, die zarten Farben und halt auch mal etwas kräftigere Farben. Da habe ich gematzt, ist aber nicht schlimm. Da setze ich mir jetzt gleich noch eine andere Blüte drüber. Das ist keine Katastrophe. Hübsch, oder? Guckt euch das mal an. Also ich finde, die stempelt so schön. Grandios. Gut, das kann einmal weg. Das machen wir sauber. Und jetzt färben wir. Papier. Dann brauchen wir das Seidenglanz. Die Strukturpaste in Seidenglanz. Dann nehmt ihr euch wieder so einen Klecks hier. Muss auch gar nicht so viel sein, habt ihr ja vorhin gesehen, es war eine Menge übrig. Und dann brauchen wir, was war es? Blütenrosa? Nee, Zartrosa. Entschuldigung, Zartrosa. Muss ich jetzt erstmal suchen. Ich habe es gefunden. Da machen wir uns ein paar Tropfen drauf. Eins, zwei. Dann vermischen wir das. Oh, das wird schön. Das wird richtig schön. Und dann macht ihr das gleiche wie vorhin. Streicht es das einmal hier so drüber. Oh, das gefällt mir noch besser. Das gefällt mir noch besser als das andere. Aber wie gesagt, es ist ja jede Farbe, ne, hat einen Effekt oder setzt einen Effekt frei. Das ist sagenhaft. Probiert das bitte aus. Es ist wirklich toll. Und die Strukturpasten, die sind so ergiebig. Das ist einfach schön. Macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Schaut euch das mal an. Ist das nicht toll? Also ich bin begeistert. Nein, es ist kein Eigenlob. Ich bin einfach nur über diese Arbeit erfreut und glücklich. Ein Tuch brauchen wir. Einmal sauber machen. So.
Und das tun wir jetzt wieder anföhnen. Entschuldigung, war mein Schrank. Das schimmert so ein bisschen wie mein Fingernagellack. In der Zwischenzeit trocknet das schön. Das freut mich. Na, seht ihr, es ist richtig fest. Manchmal muss man spontan sein. Guckt euch das mal an, wie schön das schimmert. Einfach toll. Und auch hier geht nichts ab. Gut. Ein bisschen hinbiegen. Dann guckt ihr, welcher, ja, wie ihr das dann nachher aufkleben wollt. So werden wir das machen. Dann holen wir uns wieder grünbraun, damit wir uns den Schriftzug stempeln können. Dann stempelt ihr den euch einfach wieder dahin. Tada! Ist das nicht schön? Oh, ich werde verrückt. Oh, ich liebe es. Stempel sauber machen. So. Jetzt wisst ihr ja, was kommt, ne? Jetzt kommt wieder das Grünzeug. Oh, hier ist super. Hier passt zum Beispiel wieder super die gelbe Blume. Mal gucken, wie das mit dem aussieht. Ist auch schön. Hat auch was, ne? Mal gucken, wie das wirkt. Ja, das ist natürlich auch schön. Das könnte man auch von hier oben runterhängen lassen. Und das werde ich auch machen. Mal gucken, von welcher Seite wir das nehmen. Ja, das ist schon die Seite, schon richtig. Na, so machen wir das. So kleben wir das drauf. Dazu nehme ich auch wieder den Tombow. Drehe das um und bestreiche das schön mit der, mit dem Flüssigkleber. Und dann draufkleben. Ach, ist das. Ich bin einfach glücklich. Es ist so ein schönes Hobby und ich lege das wirklich jedem ans Herz. Für mich persönlich ist es ein total schöner Ausgleich zu Beruf, Familie.
Ja. Und man entdeckt immer wieder schöne neue Sachen, die man entwickeln kann und dann halt auch zeigen kann. Ne? Ich zeige meine Sachen sehr gerne. Ich bin auch froh. Ich bin auch ganz viel auf YouTube unterwegs und gucke mir Sachen an von anderen Bastelwütigen. Und ja, bin über jede Idee dankbar. Und ich habe auch schon ein paar Sachen nachgebastelt von verschiedensten YouTuberinnen und YouTubern. Und ja, es ist einfach ein tolles Hobby. Und man sagt ja, man soll teilen, was man liebt. Und ich teile meine Erfahrungen, ich teile meine Werke mit euch, weil es einfach schön ist und glücklich macht. Mich macht es jedenfalls glücklich. Und das Beste daran ist ja, ich brauche keine Karten mehr kaufen. Ich kann alle Karten selber machen, kann sie verschenken, kann sie schreiben und Freude bereiten. Und das ist doch, was zählt, oder? Freude bereiten. Ja. Okay. Das kommt dann hier drauf. Und das kommt hier drauf. Und das ist ja nun auch getrocknet. Das können wir jetzt auch abschneiden hier unten. Schnipp, schnapp, schnipp. Und dann können wir das auch schon hier aufkleben. Das mache ich mit dem Flüssigkleber. Und setze das dann auf den Farbkarton. Jetzt würde ich jetzt nicht unbedingt da oben drauf rumwischen, um das zu verstreichen, sondern dreht es bitte um und drückt das dann da fest. Ist sicherer. Da macht ihr euch nichts kaputt. Schaut mal, ist das nicht hübsch? Und das kommt jetzt einmal hier drauf. Na, da hat man doch mal den Kontrast zu der Grundkarte. Wenn er das gemacht hat, dreht er das wieder um und drückt dann bitte von innen das Ganze fest, ne? So. Und fertig ist im Prinzip die Karte. Jetzt ist es euch überlassen, ob ihr da noch einen Spruch drauf macht oder nicht. Ich werde es bestimmt machen, aber wie gesagt, ich weiß jetzt die Anlässe noch nicht. Und von daher lasse ich es noch weg. Aber wie gesagt. Man hat ja dann schöne Momente wahrscheinlich, wo man oder Situationen, wo man so eine Karte verschenkt. Ich kann mir auch gut vorstellen, zu einer Hochzeit, das ist eine hübsche Hochzeitskarte, dass man die dann noch mit einem Schriftzug gestaltet. Ist nur eine Idee. Letztendlich ist das ja dann euch überlassen, für was ihr das benutzt. Oder wie ihr das letztendlich dann auch gestaltet. Ich freue mich so, dass wir das doch probiert haben, noch mit der anderen Farbe. Und die kleben wir jetzt auch noch auf die Grundkarte auf. Schaut euch das mal an, ist das nicht hübsch? Ganz zart und filigran. Also wie gesagt, ich bin begeistert. Ich zeige euch noch mal alle Karten und auch noch mal die grüne, die ich vorher gemacht habe.
Ja. Wer es bunter mag, macht sowas. Wer es etwas zarter mag, nimmt sowas. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Habt Mut, es nachzubasteln. Es geht ganz einfach. Und es geht auch wirklich schnell. Das Video hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber das ist dadurch gewesen, dass wir jetzt zwei verschiedene Varianten versucht haben in Farben. Probiert euch aus, habt Spaß dabei. Ganz liebe Grüße aus Heiligenstadt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Claudi.